Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Bling Ring Souls. Und das Ganze ist eine Public Prologue Demo. Und wir gucken mal, was das Spiel so mit sich bringt. Phone rings. Yeah. Ivan, hello. Is this Artuium? Artuium? Yes, hello? What's going on? This is a coroner Ivan speaking. Corona? I regret to inform you, your sister Paulina has passed away. What? She was in the apartment 2071. The neighbors were complaining about a false wrench. She drowned in the bathtub. Ach, scheiße. I want to call you to arrange her funeral and to visit the apartment, as the police have told me there might be some personal items of hers you would want to keep. I'm sorry for your loss. Okay. Call ends. Also unsere Schwester ist gestorben in der Badewanne. Und wir gehen jetzt in Apartment 71, um zu gucken, was sie noch an Sachen hat. Damit wir den Private Stuff rausholen. The Arrival. Oh, Alter. Wo sind wir denn hier gelandet, bitte? Sind wir jetzt schon im Apartment? I can't leave now. Okay. Gut. Nettes Apartment. Ja, es sieht aber trotzdem, also möbeltechnisch, not so nice. Was ist das? Put it away. A picture from our parents' wedding. Sadly, they both have passed on now. Okay. Können wir uns das Bild auf jeden Fall ein bisschen angucken und die Gesichter sind verwaschen. Put it away. Oh Gott, das ist aber auch... Okay, ich muss mal meine Maus-Sensibilität ein bisschen runterstellen, glaube ich. Aber... Also 60 FPS sind es nicht. Muss ich auch mal ganz klar sagen. Aber okay. Aber wir... Also, wir sind jetzt in unserem Apartment von unserer Schwester. Richtig, ne? Und hier sollen interessante Sachen sein. I don't know what. Was ist das? It's an old picture of my parents. My now decayed sister and my little brother. Why are their faces all blurred out? Ja, das habe ich mich schon vorhin bei dem Hochzeitsfoto gefragt. Warum sind die ausgeblurrt? Oh, so ein Coffee-Top. So ein zum Selbstmachen. Ganz nice. Was ist das? Ein sehr großer blauer Schlüssel. Read. A Tozen Apartment Agency urgent message. The following statement has been sent out to all residents within our community. Multiple people have reported that the water at our apartments has gone sour. A certain metallic putrid taste and brownish colors has been reported. Okay, Rost, würde ich jetzt sagen. We advise all residents to buy mineral water at your nearest grocery store until the issue is resolved. Do not drink the tap water as you and your family might become ill. Thank you for your patience. This document was signed by Maxim Obolensky, landlord of apartment complex. Okay, also wir sollen das Wasser nicht trinken. Gut. Trinken wir es halt nicht, dann machen wir das alles mit Mineralwasser. Ist ja gar kein Problem. Also auch den Kaffee, logischerweise. Ich habe jetzt irgendwie was unlocked. Ah, die Waschküche. Also, oder? Warum sind die alle ausgeblurrt? I don't get it. Was ist das? Ein Tamagotchi. Tamagotchi-Device. Kann ich damit spielen? Ich will es mitnehmen. Boxhandschuhe, okay.
unsere Schwester Boxer. Boxerin. Gibt's hier auch sowas wie eine Taschenlampe oder irgendwas? Okay, Sicherungskasten. Cool, 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 cool. Was war das? Requires a green key. Okay. We need a green key. Oh, wer bist du denn? Warum, was ist, das, hallo? Okay. Das war gar nicht so schön. Lol, was ist denn mit dir verkehrt? Achso. No, ist keiner da. Es tut mir leid. What the fuck? Soll ich jetzt da gucken gehen? Requires a black key. Okay, ich habe a green key. Also, er hat ja geläutet. Wir können ja nochmal zurück. So in hart. Wie hänge ich das hier? Nee, an- und ausmachen kann ich nicht. Okay. Na dann gehen wir nochmal gucken, wer an der Tür bimmelt. Hello? Hello? I can't leave now. Ja, ich dachte, es hat geläutet. Was ist denn euer Problem? Hier, dann gucken wir vorher nochmal ins. Oh Gott. Oh Gott. Oh fucking Gott. I don't know. Wurde unsere Schwester nicht hier gefunden? Was ist das denn? My sisters love playing games. I know. Also, das ist natürlich ein sensationell guter Gameboy. Ich würde gerne sehen können, was da oben ist, aber die Toilette sieht auch. Was ist denn hier los? An old paint bucket. Wer packt denn sowas in. Okay, wir können den paint bucket runterspülen. Warum? Nee, können wir nicht. Aber wir können spülen. Ja, können wir hier hinter gucken? Nee, natürlich nicht. Okay, gut, wir haben. Was haben wir gefunden? Den Green Key. Das heißt, mit dem Green Key können wir hinten aufschließen. Machen wir jetzt auf. So, kommen wir hier. Hallo? Wer klopft hier? Ah. Schlafzimmer. Was ist das für eine Uhr? Lol. Okay, die Zeit geht wie im Flug. Ah. Okay. Blue Dice. 3, 5, 2. Okay, Red Dice. The White Dice. Okay. Vielleicht brauchen wir das ja nachher noch für einen Code. Wer weiß. Was ist. What the. Okay. Your sister's ring in the bedroom. Okay. Vielleicht im Nachtschrank. Haben wir die jetzt gefunden oder nicht? Hab ich einen Inventar? Ich hab einen Inventar. Aber ich glaube nicht, dass ich den gefunden habe. Warte. Was hat mir vorhin gesagt? 5? Also entweder ist es 3, 5, 2. Okay, es ist 3, 5, 2. A red key. Was bist du denn?
Tschüss. Gott. Da gibt es hier noch irgendwas, was ich übersehen habe. Scheint nicht. Okay, jetzt habe ich einen Red Key gefunden. Aber was mache ich mit dem Red Key? Und ich habe nicht im Schlafzimmer den Ring gefunden. Was ist das? Es ist das Old Painting Tools. Ist natürlich nice. Price Black Key. Ist das? Unlock? Habe ich da. Leute, diese Tür habe ich nie gesehen. Was ist Halloween? Nice. Oh! Ja, moin! Okay. We take it. Wer oder was war denn bitte hier drin? Hat unsere Schwester irgendwie ein Kind gehabt? Wir haben jetzt Black Key. Beat us when we misbehave. Ach du Scheiße. Warum hebt man sowas auf? Also, why? So, wir suchen jetzt eine Kamera. In dem Zimmer von der Schwester? Das heißt also hier hinten? Dass ich das in dem Raum, den wir gerade aufgemacht haben, finden soll. This is a question. Also wir können ja hier gucken. Kann ich das hier ausmachen? Ja, das ist unsere einzige, mitunter unsere einzige Lichtquelle, die wir haben. Alter. Press C. Flashlight, na, das ist ja mal richtig nice. Genau das Richtige für den Stevie, ey. Leck mich am Arsch. Das wäre ja richtig, also es wäre gar nichts für den Stevie. Sollen wir einfach Fotos machen? Hello? Davon mache ich ein Foto. Nicht die Küche? Eigentlich? Okay. Ja, da war die Küche. Und sie ist ja anscheinend immer noch. Leck mich am Arsch. Die Figur stand da vorhin. So. Okay. Hello? Can I leave now? Maybe? Is it possible? I can't leave now. Ja, weil die Statue wahrscheinlich davor sitzt. Oh ne, jetzt lass da. Oh no, 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 no. Okay, ist einfach nur.
Wo ist... Ach, die ist da. Nee, sie ist doch nicht da. Wo ist sie denn? Da. Was ist denn mit dir verkehrt? Was? To be continued. Thank you for playing Lingering Souls Prologue Demo. Hä? Okay. Full release coming to Twitch, Steam, Wishlist and follow me on Twitter. Okay. Das war Lingering Souls Prologue Demo. Und, ja. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst uns gerne wissen in den Kommentaren und gerne ein Like da lassen. Und ansonsten sehen wir uns bei einem nächsten kleinen Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, tschüss.